Okay. Okay. Okay, wenn du sagst, hier ist es besser, dann geh schon mal hier hoch. Nein, du kannst da oben bleiben. Nee, nee, da oben ist, hier oben ist eh besser. Ist da oben. Ah, nee, da, okay, du bist da. Ja, gut, das ist mir egal, ob du da bist oder nicht. Sie alle wissen, was wir hier machen und wie wichtig es ist. Sie alle wissen, was passiert, wenn wir dieses Virus nicht ausbrennen. Dann? Viele Leute zählen auf uns. So. Unsere Familien, unsere Freunde, die ganze verdammte Welt. Die ganze verdammte Welt. Aua, die treffen mich von da hinten. Selbst wenn sie sagen, sie kämpfen der Regierung, wir wissen, dass sie lügen. Ach, das sind welche oben auf dem Ding, das sind die Schläger. Wir müssen erstmal runterkommen. Wir müssen erstmal hochkommen, die Schläger. Meinst du? Ja, und da erstmal runterkommen. Nix da, da geht's nicht ran. Was? Die haben schon feuerfest, fast teils feuerfeste Ausrüstung. Aber trotzdem bringt denen die gar nichts. Kommt davon, wenn man halt einen Tank-Napalm mit sich rumschleift. Echt so. Da kommt ein goldener Schlägertyp. Der kommt zu mir. Er ist tot. Sehr schön. Da kommt noch ein Schlägertyp, nochmal ein goldener. Granate. Vielleicht macht's Bumm. Schlägertyp ist tot. Ja. Oh shit, die Granate liegt ja hier. Alter, hab ich gerade mega erschrocken, als das explodiert ist, ne? Sieht aber immer wieder geil aus, wie was explodiert in diesem Spiel. Hat man nicht so oft. Okay, goldener Granatwerfer-Typ ist weg. Vom Fenster. Ach, unter mir. Der nächste Granatwerfer-Typ ist auch tot. Oh, das ist ein goldener Kämpfer. Dann noch ein goldener. Mann, in Call of Duty wärst du schon längst tot, aber in Call of Duty wäre ich auch schon längst tot. Okay, der eine goldene Typ ist tot. Der andere goldene Typ ist auch tot. Nur damit Sie es wissen, wir konnten die Explosion von hier aus sehen. Es wird vermutlich noch mehr Napalm-Tanks im Gebäude geben. Kümmern Sie sich zuerst darum und dann um Joe Farrell. Oh, Muni ist erstmal eine gute Idee. Ja, Muni ist immer eine gute Idee, ne? Ich warte nur auf die Zeit, wo die legendäre Waffen kommen. Alter, ich hatte von 1000 Schuss, die ich für die G36 hatte, hatte ich nur 300. Ich hatte nur 600 von 1044 Schuss. Ah, guck mal hier, Echo. Echo. Hui. Lecker. Endlich wird mir den ganzen Kampf zerflossen. Achtung, auf was du machst. Davon willst du wirklich nicht abhängen. Voll geil eigentlich. Wir tun eigentlich Napalm in der Tonne herstellen. Warum nicht? Ja, warum nicht, ne? Hab ich einen großen Napalm-Tanks, aber stell's erstmal in der Tonne her. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Ja, das Echo hatten wir schon mal. Oh. Stimmt, das ja. Oh. Niklas, unten meine Kiste! Irgendwo. Ich hab ja noch nicht angefangen. Irgendwo hier unten war eine Kiste, die wurde mir eben angezeigt. Wo war die?
Ich hab doch eben eine Kiste angezeigt hier unten. Komisch. Ich muss ja auch nur weiter hoch ein bisschen. Aua! Oh, sorry. Ich blute! Ich verfick doch mal blute! Hier, guck, hier wird eine Kiste angezeigt auf dem Radar. Ich weiß jetzt nicht, ob das oben oder unten ist. Stimmt, hier wird eine Kiste angezeigt. Vielleicht auch oben? Keine Ahnung. Ist mir egal, ja, bitte. Ist oben. Na, geil. Dann tippen die Leute erstmal. Hier oben. Zack, hab sie. Oh, achso. Dann? Einfach da hoch und dann in der Ecke. Da. Ja. Oh, arme kleine Kiste, muss in der Ecke sitzen und weinen. Okay, wollen wir. Ich verstecke mich in den Werkzeugkasten, weil der ist allgemein immer sicher. Okay. Oh, das ist ein Schläger. Der Schläger ist fast tot. Der Schläger ist tot. Halt mal ein bisschen still, ich muss einen Tank treffen. Du auch bitte stillhalten, ich muss einen Tank treffen. Hey, der blutet. Gut gemacht, Niklas, du hast ihn zum Bluten gebracht. Boah. Da bin ich denn jetzt in verschwommener Sicht? Frag ich mich auch gerade. Ach, weil unten wahrscheinlich der Tank explodiert ist. Ah. Achtung, Tank explodiert. Und noch ein Tank weniger. Oh, noch ein. Okay, Leute. Wir machen folgendes. Wir ziehen uns zurück, dann sammeln wir uns am Wachturm wieder. Und da halten wir sie auf. Habt ihr verstanden? Klar doch. Diese Stellung dort werden wir halten und die werden sich nach Wünschen sich nie mit uns angelegt zu haben. Ganz ehrlich, wenn ich den Funk mithören könnte, würde ich sagen, klar doch, gell? Immer doch, oh, machen wir. Haha. Jetzt haben wir oben kleine Mini-Probleme. Mini-Probleme? Aber da wirst du doch fertig, oder? Oh, mit dem werde ich schon fertig, aber. Aber? Kollateralschaden. Obwohl, hier sind echt viele. Granatwerfer und so. Oh, den nehmt ihr? Ich hab's gemerkt. Ich wollte einfach mal den Helden spielen, weißt du? Ich wollte auch einmal den Helden spielen, okay, das akzeptiere ich so. Ich wollte jetzt einmal mal Rambo spielen, weißt du, und einfach mitten ins Kreuz gefeuert durchlaufen. Niklas, das ist keine gute Idee, kommt einer angerannt. Dann töten wir jetzt. Ich musste nachladen, den töten wir jetzt. Erstmal nachladen. Ich habe ihn getötet, halt. Rechts ist einer irgendwo. Ja, da. Warte, ich schmeiß eine Kugel hin. Whip. Surprise! Boah, Alter. Der brennt nicht? Doch. Wieso brennt der nicht? Er muss brennen. Es ist eine Feuerkugel, Junge. So ein Feuerball, Junge. Leute, der ist gerade hingefallen. Ich bin hingefallen. Der auch, ja. So. Da steht er in der Ecke, weißt du, der wird gerne beschossen, was er macht. Ich schätze, ihr seid Bundesagenten. Ne, wir sind keine Bundesagenten. Ich öffne mal die Kiste, das Ding hier. Oh. Und genau deswegen werden sie sterben. Die Männer, die euch gegenüberstehen, tun das, wozu niemand sonst die Eier hatte. Sie hätten fliehen können. Sie könnten zu ihren Familien gehen. Aber sie bleiben, um das Geschwür auszubrennen, damit es hier gestoppt wird. Sie haben sich geopfert und dann? Und dann kommt ihr. Und versucht alles kaputt zu machen, weil ihr nicht manns genug seid, das zu tun, was getan werden muss. Das wird nicht klappen. Meine Jungs sind besser. Okay. Wir ziehen diese Sache hier durch. Das Rechte oder die Linke? Ich bin im Rechten. Wir sehen uns gleich. Das ist zu geil. Ich hätte aber ding, auch ding. Lange Zeit ohne dieser Schwarzbildschirm kurz gewesen wäre, einfach dass man gefahren ist. Lol. Hi Leute, wie geht's? Jo, Freunde, was? Lol. Das ist ein Panzerglas, da kann man nicht durchschießen. Ich dachte, du hast ihn ganz getroffen, aber what the fuck.
Nee, nee, das ist einfach nur Panzerglas. Das ist irgendwie witzig. Die Kugel hat auch nicht funktioniert, scheiße. Ey, stell dir mal vor, die Kugel wird die ganze Zeit gegen das Fenster fahren. Ich krieg dich, ich krieg dich. Wollen wir lieber runter erstmal gehen? Ja, ne? Arena-Kampf. Ach ja. Wieso bist du hier? Woran das sein? Okay. Da gilt mit Damage! Oh shit! Da kommen aber viele! Okay, warte mal. Da kamen gerade ein paar viele, ja? Ich schmeiß mal hier so ein sowas hier in die Mitte. Besser. Sie rollt zu mir die Kugel. Deine Kugel ist zu mir gerollt. Profi-Kugel. Okay, bei mir sind alle tot. Und bei dir? Bei mir ist hier nur der Granatwerfer. Da sehe ich gerade irgendwo. Da kommt noch mehr. Siehst du welche? Ich sehe keine gerade. Ja, Niklas, rechts, 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 Niklas, da versteckt sich wieder einer. Oh Gott. Panzack. Okay, der goldene Typ ist tot. Ich habe gleich mal die Tasche weggeschossen, bevor ich irgendwas machen würde. Oh Kacke, bei mir ist ein Geschütztyp. Hier fürs Granaten. Lass dich schmeißen, halt, Heiltasche. Alter, was machst du denn? Was bist du verrückt? Geh weg! Wow! Ja, das habe ich gerade gemeint, Alter! Diese Typen, was ist falsch mit denen? Selbstmordangriff! Kamikaze! Ja, Pisser. Das ist meine Taktik! Geht ja. Oh, da hinten steht das Geschütz, das Ding macht mir so viel Schaden. Bei mir sind die zwei Geschütztypen. Hier steht das Geschütz, bei mir sind die Geschütztypen beide. Geschütz ist am Arsch. Na, stellt er gleich bei mir eins auf. Ja, da steht schon eins. Hat er gerade eins aufgestellt. Oh. Okay. Verdammt, der zeigt einfach seine Birne nicht, der Arsch. Hier, friss Kugel. Schön, die Kugel rollt wieder zu meinen Typen hier. Der Typ ist gerade runtergesprungen. Der tot? Nee, nee, der ist einfach nur runtergesprungen. Jetzt fällt der da runter. Ich will ja den hier dahin werfen, der Ding. Wo ist denn der da hinten? Versteckt sich die ganze Zeit, der bewegt sich keinen Meter mehr weg. Warte nur, wenn er seinen Kopf zeigt, dann ja, wird er tot. Dann hilft man ja, ne? Leider noch, ne? Und Pharaoh ist nach hier. Der Joe Pharaoh kommt da oben raus, ne? Wo das Ding ist, glaube ich. Ich nehme mal schnell Munition erstmal. Ich hab noch genug Muni. Ich höre Muni schadet nie. Da kommt der. Ja, er kann schon haben. Du weißt schon, dass wir in Bewegung bleiben müssen am besten. Was? Wir müssen zuerst um die Kleinen kümmern müssen. Oh shit! Niklas, da kommt ein Kleiner. Und ich bin Brand, Brenne! Ja, ja, tot, tot, tot. Oh, Kacke! Besten besiegen wir erstmal die Kleinen. Ach nee, hab ich nicht gerade gesagt. Achso, okay. Ich geh nach oben. Ich bin sogar voll konzentriert gewesen. Cool, rollt! Achtung, da ist ein Typ zu dir gerannt, Niklas. Boah, ich bitte mich, ich werde mit ihm. Geh bloß nicht drauf. Mir geht's gut noch. Joe Farrell rennt mir hinterher. Ich lenk ihn ab. Mach du die Kleinen.
komm doch zu mir, Kleiner. Ja gut, so klein bist du jetzt nun auch nicht, aber aua! Du machst ganz schön Schaden, du Arsch. Oh Gott, ich bin gleich tot wieder. Mach hin, ey, der Joe, der Fettsack rennt mir hinterher. Pharaoh ist bei mir, Mann. Da hast du dir gerannt jetzt? Der ist bei mir. Ich hab richtige fette Probleme. Okay. Oh, ich hab auch gleich Probleme. Da schießt einer auf mich und rennt ein Typ hinterher mit dem Schild. Okay. Ah. Okay, der Typ Schild. Bin down. Scheiße. Der Spasti da hinten, ey. Okay, den Spasti hole ich mir jetzt. Fick dich! Wo ist Joe? Okay. Da unten. Mhm. Niklas, pass auf, pass auf. Ich schmeiß dir gleich eine Tasche hin beim Vorbeilaufen und du wiederbelebst dich daran. Ja, werf mir die hier hin. Dankeschön. Kannst du dich daran wiederbeleben? Wenn du F gedrückt hältst? Ja. Dankeschön. Okay, die Kleinen sind alle raus. Also nur der Große. Nur der Lücke. Nur noch Pharaoh. Alles klar. Der kommt hier unten entlang. Bing bong! Komm, verfolg mich, verfolg mich. Lass Niklas auf die deine Tasche schießen. Komm, verfolg mich. Schieß auf die Taschen, Niklas. Bitte. Was macht er da? Oh, okay, 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 okay. Warte kurz, ich muss mich heilen. Aua, 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 aua. Oh. Scheiße. Komm nicht zu mir, der steht da um die Ecke. Das schaffst du nicht. Oh mein Gott, das wird knapp. Oder auch nicht. Oh. Ich muss erstmal laufen, ich hab nichts zum Heilen. Ich hab auch nicht mehr zum Heilen. Also meine Ding. Friss! Roboter! Bekämpfe Feuer mit Feuer, Mann! Warte, er hat Rüstung! Vielleicht mich jetzt hinten an ihn an, so dass ich dieses Ding kaputt hab. Friss Explosionsmunition! Ein paar scheiß Fahrstühle. Hier sind wir gekommen, fuck. Ich beschieße mit. Was? Ich wollte ihn gerade mit Explosionsmuni vollpumpen. Der rennt gerade. Der rennt weg. Ja, wo rennt der denn hin? Jetzt rennt er wieder zurück. Ich glaube, der rennt die Treppen da nicht hoch. Doch, jetzt rennt er die Treppen hoch. Okay. Okay, er lädt nach. Ich krabbel mal ein bisschen weiter von weg. Niklas, versuch auf der anderen Seite runterzukommen, mich zu heilen. Ja, es gibt keine andere Seite Treppe. Da hinten ist doch noch eine Treppe unten. Nach unten sehe ich doch. Von hier. Ich glaube, da kommst du nicht hin. Zu. Da sind Fahrstühle. Okay, Joe Ferry ist ganz nach unten gegangen, Niklas. Echt jetzt? Naja, der ist ganz nach unten gegangen. Also sobald du auf die Treppe gehst, geht er wieder hoch. Ja, der geht wieder hoch, sobald du in der Nähe der Treppe bist. Obwohl, nee, er bewegt sich immer noch unten. Jetzt geht er die Treppe hoch. Echt jetzt? Naja, da sucht, da geht es. Was macht der da? Da rennt er nur hinten her. Hä? Der rennt da unten nur hin und her. Keine Ahnung. Das ist gut für uns. He's mad. Ja. Guck mal, der steht da unten, rennt noch hin und her. Schießen wir da nicht. Puppen ihn voll Blei, Junge. Die Tasche rechts hat schon eine Menge abbekommen. Was? Aber er ist auch gleich tot. Hier, schenken wir sein eigenes Feuer. Ah! Okay, für mich gibt es kein Zurück mehr.
Ich konnte nicht mehr schießen gerade, aber okay, egal. Ja, überlebt. Warnung. Detonationssequenz eingeleitet. Oh oh. Ich glaube, wir sollten hier raus. Fahrstuhl, oben. Ich renne einfach mit dem Wegpunkt hinterher. Ich habe keinen Wegpunkt. Ich schon, der Fahrstuhl ist unten. Oh oh. Lauf! Ich werde nicht überleben. Tschüss, Niklas! Niklas, komm schon! Ich hab's wieder geschafft. Easy. Yeah. Oh, das müssen wir erstmal wieder leveln. Du stehst bei mir schon unten im Fahrstuhl. Was ist los? Warum bewegst du dich nicht? Ja, ich bin nach dem Fahrstuhl gewesen. Jemand hätte Joe Farah sagen sollen, dass Verbrennen gesundheitsschädlich ist. Jetzt, wo er nicht mehr da und die Hauptquelle für Napalm außer Betrieb ist, werden die Cleaners viel leichter im Zaum zu halten sein. Ein Haufen Leute auf der Straße werden ihretwegen länger leben, auch wenn sie es nicht wissen. Gute Arbeit. Tja, Niklas, ich würde mal sagen, jetzt haben wir genug Punkte für die Zaumquartier, oder? Natürlich. Aber das machen wir erst mit der nächsten Folge. Aber erstmal gucke ich mir. Achso, ja, klar. Alte F9.